Sie ist das Schmuckstück des Hessen-Kuriers, die HC 206. Doch seit rund 5 Jahren muss die beliebte Museumsbahn nun ohne ihre alte Lady auskommen. Die 1941 erbaute Originallok wird im Naumburger Lokschuppen fit gemacht für die Zukunft. Alle 8 Jahre steht die Hauptuntersuchung an, vergleichbar mit dem TÜV beim Auto. Und um hohe Kosten einer Wartung zu sparen, legten die Mitglieder des Vereins Hessen-Kurier selbst Hand an. Das nicht zu knapp. An die 12.000 Stunden haben sie bereits ehrenamtlich geschraubt und getüftelt, den Stahlkoloss komplett zerlegt, die Einzelteile gereinigt, überprüft und bei Bedarf repariert. Mit der Einachsung am Samstag ist ein Ende der wöchentlichen Arbeitseinsätze in Sicht. Fingerspitzengefühl und jede Menge Geduld waren da gefragt. Harte Arbeit, die sich gelohnt hat. Denn die Lok steht nun wieder auf ihren Rädern. Und schon im Frühjahr soll die alte Lady wieder zwischen Kassel und Naumburg auf große Fahrt gehen. Dann hat der Hessen-Kurier sein Schmuckstück wieder. Endlich.